Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transim World 4, der Dänisch spielt das und zum Szenario Frachtwechsel Teil 2 mit mir zusammen hier auf dem PC. Ja, wir sind ja letztens stehen geblieben, dass wir unseren Stahlzug hier auf dem Abstellgleis abgestellt haben und dann an unserem Holzzug ran oder angekoppelt haben, und den sollen wir jetzt nach Böhle bringen. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Zugsicherungssysteme habe ich eingestellt. Es sind soweit alles erledigt, Bremsprobe und so weiter. Das heißt, wir können loslegen, wir lösen die Bremse. Und dann geht's los. Wunderschön, wunderschön. So, dann springen wir mal rein in unsere BR-185. So, ein bisschen Geschwindigkeit weg, bzw. Leistung wegnehmen. Jetzt 40 dürfen wir noch nicht. Fahren wir hier außen rum. Wunderschön. Wird auch so langsam neblig. Sifa. So, 55 sollen wir nicht überschreiten, das tun wir ja nicht. Kommen wir hier so ein bisschen den Berg hoch. So, haben nach wie vor, oder sind nach wie vor unter Beeinflussung. Haben eine V-Überwachung von 55 km/h. Sind wir deutlich drunter. So, können wir uns befreien. Wunderbar.
Dürfen wir jetzt auf 60 fahren? Wunderbar, da rechts unten. Nehmen wir mal an, das sind die Fernverkehrsgleise. Ach, wir fahren. Wir kommen oben herum jetzt auf die Hauptstrecke. Kommen wir jetzt oben herum auf die. Wir sind zu schnell. Geh weg ab. Wahrscheinlich wieder quittieren. Zugbeeinflussung. So, was haben wir? Sind jetzt auch schon fast da. In Böhle, Gleis 305. So, da werden wir uns dann befreien. Dann können wir uns da wahrscheinlich wieder quittieren. Mit dem Hauptsignal hier. Zugbeeinflussung. 50, da sind wir. Und hier werden wir quittieren müssen. Auch nicht. Na gut, wir sind ja unter 50, daran wird's liegen. So, 2 Kilometer. Fahren wir dann ganz links. Wir hätten ja auch eigentlich die AB einstellen können. Trottel. Hier ist natürlich nicht dran gedacht. AFB. SIFA. SIFA. Zugbeeinflussung. So, natürlich jetzt, ob sich das jetzt so wirklich gelohnt hat, so kurz vor knapp, kurz vor Ende die AFB einzustellen,
Ich weiß nicht, egal, wir haben es jetzt getan. Oder vielmehr, ich habe es getan. Ich habe da vorher einfach nicht dran gedacht. Auch das kann mal passieren. So, wir gehen mal runter auf 40. Prozent Gefälle ist natürlich ordentlich. So, und dann fahren wir schön langsam geschmeidig hier in Böhde ein. Wunderschön. So, was nun? Diese Schicht wäre erledigt. Fahren Sie die Lokomotive herunter und steigen Sie aus, um diese Aufgabe abzuschließen. Ja, okay, hätte ich das gewusst, dass das nur noch knapp 13, 14 Minuten ist, hätte ich das letzte Woche noch dran gegangen. Aber ja, lassen wir das. Stellen Sie den Hauptschalter auf aus und die Parkweiser an. Okay, dann machen wir jetzt den Hauptschalter auf aus. Die Parkbremse auf an. Klettern Sie herunter. Wir müssen wir erstmal abschalten hier. Das heißt, gehen auf neutral. So. Denke, dann haben wir sie soweit gesichert. Zack. Zack. Wenn er macht was professionell. Genau. Damit dürfen wir eigentlich alles erledigt haben hier. Also wir steigen aus. So. Wir sollen ja darauf achten, dass sie versperrt ist. Das heißt, wir gehen nochmal herum und schauen, ob auch die andere Seite versperrt ist. Wir schauen, ob der Stromabnehmer so weit gesenkt wurde. Ist der Fall. Lichter sind aus. Hauptschalter habe ich auch ausgemacht. Diese Tür ist auch versperrt. Sehr gut. Dann gehen wir nochmal kurz hier an dem Zug herum. Schauen auch, ob hinten alles aus ist. Dies ist der Fall. Schauen wir, ob hier alles soweit in Ordnung ist.
Das scheint aber wohl der Fall zu sein. Ich will jetzt auch nicht zu weit laufen. Nicht, dass wir gleich aus dem Szenario geworfen werden. So, das scheint aber alles soweit in Ordnung zu sein. Gucken wir uns nochmal kurz hier die Wagen an, Kupplung an. Das ist soweit alles gut. Sehr gut. Dann können wir runtersteigen. Dann können wir unsere Aufgabe hier abschließen. So. Das ist doch wunderbar. So, wo müssen wir hin? Wir müssen da hin. Okay. Wahrscheinlich aber. Ja, wir müssen in diese Richtung laufen. Oder? Ja, ich glaube, Kierung müssen wir in diese Richtung laufen. So. Uns vergewissern, dass wir hier nicht überfahren werden. Das ist wahrscheinlich. Müssen wir denn hin? Da ist unser Ziel. Ah. Also das ist dann halt Böhle an einem sehr schönen, nebligen Wintertag oder Herbsttag. Ich weiß jetzt nicht genau, wann dieses Szenario spielt. Das kann man ja, wie ihr wisst, nicht einstellen. Aber ja, das war's dann mit dem Szenario Fachwechsel. Der zweite Teil war dann umso kürzer. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es findet an dieser Stelle sein Ende. So, was bekommen wir denn? Gold immerhin. Na seht mal, das ist doch gar nicht so schlecht. Insgesamt haben wir für dieses Szenario 51 Minuten 07 Sekunden gebraucht für eine gefahrene Distanz von 25,16 Kilometer und eine gelaufene Entfernung von 581,39 Meter. Punktzahl oder Gesamtpunktzahl haben wir erhalten 6535. Ja. Also wir sind in Hagen, haben wir eine gute halbe Stunde gebraucht, würde ich jetzt 20 Minuten, eine halbe Stunde ungefähr. Und von Hagen nach Böhle eine gute Viertelstunde. Das war also dieses Szenario Frachtwechsel. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir mal gar nichts. Ich wünsche euch von Herzen einen wunderschönen Samstag, ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ich weiß nicht, ob wir es nochmal hören. Das werdet ihr auf jeden Fall merken. Ich wünsche euch, wie gesagt, ein wunderschönes Weihnachtsfest. Seid besinnlich, seid friedlich, lasst euch beschenken. Vor allem ist aber das Wichtigste, dass die Familie zusammenkommt, dass Freunde, dass die Liebenden zusammenkommen. Das ist das Wichtigste an Weihnachten. Habt eine schöne Zeit. Ich wünsche es euch von Herzen. Wir haben es uns, glaube ich, verdient. Nach diesem doch sehr aufregenden Jahr. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Das wäre mir am liebsten. Und ja. Habt's schön, habt eine schöne Zeit. Euer Dedenny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.